Och Gottchen, eine Summit Crab. Ja, die müssen wir killen. Das wird jetzt dauern. Das wird ewig dauern. Hi Lutschagen, willkommen zur zweiten Folge von RimWorld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen unseren Mech reparieren. Unseren Agrarhelfer hat es ein bisschen erwischt vorher im Kampf gegen Meninja. Und das machen wir jetzt mal eben schnell. Das Schlimme ist, wenn die repariert werden, verlieren die ein bisschen mehr Energie. Das ist also gar nicht mal so gut. Ihr seht jetzt hier, jetzt ist er nur noch bei 29. Das heißt, er muss bald aufladen. Aber gut, wir sind gerüstet. Ich möchte allerdings hier nochmal verschieben. Und ein bisschen Stromleitungen verlegen schon mal. So, das passt. Flask geht schlafen, der muss sich erholen. Ja, hat sich so ein bisschen zusammengeflickt. Ist in Sachen Medizin jetzt nicht so begabt. Ach, Gott sei Dank, ey, ich dachte schon. Ich dachte schon, Flask hätte es erwischt. Aber warte mal, hast du keine Medizin da? Du hast doch Medizin, warte. So. Ich würde die gerne mitnehmen. So. Ich würde die gerne mitnehmen. Die ist nicht ideal, aber wir können die wegschicken zur Not später. Wobei, so schlecht ist sie eigentlich nicht, ne? Kann Pflanzen, kann Bergbau, kann Konstruktion, das ist vielleicht wichtig. Also, so verkehrt ist sie nicht. So, jetzt haben wir das Problem, dass unser Konstruktuit sich auflädt. Das heißt, Flask muss übernehmen und wir haben nicht mehr so viel Essen, sehe ich gerade. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Aber wir haben hier... Ah nee, das ist ein Mensch, den wollen wir nicht futtern. Diesmal nicht. Hier liegt Luxemburg noch rum. Ein kleiner Stadtstaat, einfach mal auf der Map am herumliegen. Haben wir doch, wir haben Tiere hier. Da müssen wir allerdings uns eine Schlachtbank und einen Herd bauen. Das ist jetzt noch alles ein bisschen schlecht eingestellt. Aber gut, es ist jetzt erstmal wie es ist. Kraut und Rüben. Aber so ist es halt mal am Anfang. In Sachen Müll, glaube ich, reicht uns das hier erstmal. Das können wir dann erweitern später. Machen wir hier mal so und so. Vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen, wo wir Futter und so hin machen. Wir haben hier diesen Hauptweg. Vielleicht... Machen wir hier gleich eine Abzweigung rein. Da könnten wir das hier zum Nahrungsmittellager umfunktionieren. Und hier dann eine schöne große Küche machen. Wobei, muss die so groß sein, die Küche? Oder reicht uns da nicht einfach auch... Warte. Machen wir das zur Küche. Das ist die Küche. Das ist der Futterraum. Wir müssen die allerdings... Gefällt mir noch nicht. Machen wir nochmal neu. Blub, blub. Schön, oder? Super. So. Machen wir das zur Küche. Kann man hier rein. Dann ist hier nämlich ein kleiner Durchgang zum Lager. Und dann machen wir hier. Zack. Das ist der Futterraum. Ist ein bisschen größer geworden jetzt die Küche. Ich mag das Geräusch. Nochmal, komm. Ach, toll. Okay.
Machen wir hier den Futterraum, das Esszimmer ein bisschen größer. So. Passt. Jawohl. So, okay. Ist einfach schön. So, Flask ist geheilt. Der Schmilon, der Gute. Die Mörsermenschen. Ja, werden hier nicht verschont, ne? Joshua kommt. Ein Herumtreiber. Raumfahrer, Waisenkind und jetzt Revolverheld. Der ist nice. Der ist richtig nice. Ist ein Djinn. Ah, hat aber... Ja gut, aber der Holzfuß ist ja egal. Oh, ich hätte den auch gerne. Ja, kannst du knicken, du. Der greift jetzt an. Ah ne, der braucht noch ein bisschen. Geh noch mal schon. Ach Gott. Die Gangstertruppe auch noch. Hitomi. Zimperlich und zerstreut. Aber Magierin. Und bewaffnet mit einem Messer aus Stahl. Mag sie nicht. Aber das ist ihr Problem. Die ist auch... Naja, die ist nicht so gut. Kacke, die greift auch sofort an, ne? Au weh. Okay. Lustig wäre jetzt natürlich, wenn die zwei sich prügeln würden. Aber dazu ist sie zu schnell und der andere Typi zu langsam. So, schauen wir mal. Ob da was geht. Okay, Mechs greift an. Oh, der hat ja schon was abbekommen. Schönen Musketenschuss kassiert. Und wieder hat es den Agrarhelfer erwischt. Das ist nicht gut. Bam. Kaputt. Jawohl. Und der andere wird auch gleich angreifen, der Joshua. Ja, aber der Agrarhelfer wird gleich durch sein. So, schauen wir mal. Jawohl, jetzt greift er an. Mechs werden vorgeschickt. Wäre natürlich cool, wenn wir ihn einfach erschießen könnten. Aber Gott, das war gut daneben. Oh, der hat gesessen. Nee, der Magen, war der schon zerstört? Nee, den haben wir gerade zerlegt, den Magen. Okay. Der futtert nichts mehr, sein Leben lang. Komm, greif da auch an, bitte. Oh Gott. Ach Gottchen. Ach Gott sei Dank. Huh. Okay. Gut. Ist jetzt auch nicht schlimm, dass er gestorben ist. Allerdings befürchte ich, ja. Der muss laden. Und die müssen eigentlich alle drei jetzt laden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn wir keinen Platz haben. Ja, komm, machen wir das so. Ah, diese blöden... Die blöden Steine sind im Weg, ne? Machen wir hier mal kurz ein Brockenlager. Brocken. So. Und dann... Die müssen hier jetzt raus, die Brocken. So. Meninio kriegt Futter. Sehr gut. Hier müssen wir Stromleitungen noch verlegen. Gut, jetzt wird erstmal geschlafen. Das ist auch okay. Gut, der Konstruktoid ist fast fertig.
Oh, der steht auf Überlebensration. Okay, wir haben noch Essen. Bisschen was ist noch da. Meninio, wie sieht's aus? Wundinfektion extrem. Die kommt durch. Immunität ist bei 87. Die Infektion bei 85. Das passt. Wunderbar. So, weiterbauen. Im Schnellverfahren. Der Trogopakt und die Binyokur-Familie sind im Krieg, okay. 50 auf 35 in Sachen Glaube, die könnten wir vielleicht relativ schnell rekrutieren. Das ist ja wunderbar. Gut. Minus 9 Grad reichen uns hier. Für den Müll. Gut. Wenn der Lastenheber durch ist, dann kommen auch die Steine weg. Bisschen beschleunigen das Ganze hier. Ja, jetzt bringen wir natürlich die komplett falschen Steine weg. Ah, du Dödel! Die, die er nicht rausbringen soll, die bringt er weg. Der Nasenbär. Es ist Sommer. Egal, ob man schwitzt oder friert. Der ist ein bisschen faul, unser Flask, ne? Naja. Was wir machen könnten, wenn wir schon mal dabei sind, lass uns mal einen Militor entwickeln. Der übernimmt erstmal einfache Verteidigungsaufgaben. Wie sieht es strommäßig aus noch? Gut. Ja, also mehr oder weniger. Gut. Wir müssen schlachten. Wir brauchen die Schlachtbank. Wunderbar. Bekehrt ist sie schon mal, die Meninio. Dann lass uns den guten Mann mal auf Jagd schicken. Was ist in der Nähe so unterwegs? Ein Igel. Ja. Igel brauche ich jetzt nicht. Ein Esel. Ja, lass uns Esel jagen gehen. Mit der Muskete. Flieht, ihr Narren! Haben wir ihn schon getroffen? Nee, ne? Jetzt hat er ihn getroffen. Boah, er ist echt schlecht im Schießen, ne? Beim ersten Kampf war er noch richtig gut. Aber jetzt gerade ist er mit seiner Muskete gut am Verkacken. Jawohl, er hat ihn. Sehr gut. Schlachtbank steht. Kreatur schlachten, wiederhole für immer. So. So. Dann können wir hier oben nämlich schon mal einstellen, dass er immer 10 einfache Mahlzeiten auf Vorrat haben. Reiß es aber auch bald durch, das passt. Ist jetzt kein Premium-Essen, aber fürs Erste reicht's. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Ich würde gerne... Müssen wir wieder ein bisschen planen. Planen, 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 da. Also der Mechanoiden-Raum, der muss groß sein. Machen wir das mal so. Genau.
Schon mal hier alles glätten. Damit der Baubot was zu tun hat. Übrigens, wenn ihr namentlich vorkommen möchtet, ich werde das jede Folge sagen, nur immer so zur Erinnerung. Oh, Vorratskapsel. Nice. Hose aus Black Insect Chitin. Nice. Wenn ihr vorkommen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Entweder nur ich will dabei sein, dann landet ihr quasi auf der Liste und werdet random ausgelost. Und wenn ich dann irgendeinen Kolonisten habe, dann ja, lose ich aus und vergebe dann den Namen. Alternativ könnt ihr natürlich in die Kommentare auch einen Namen schreiben, den ihr euch wünscht für den Kolonisten. Dann notiere ich mir das eben. Und wenn ihr ein Roboter sein möchtet, ein Baubot oder so, dann natürlich auch dazu schreiben am besten. Gut, was haben wir hier? Ein vierjähriges Kind namens Story kontaktiert dich aus der Nähe. Zwei norwegische Waldkatzen haben es auf sie abgesehen. Ich will kein vierjähriges Kind haben. Danke, aber nein, danke. Ich verzichte freiwillig. Muss nicht sein. Zerstörtes Genlabor, gehen wir jetzt auch nicht hin erstmal. Ist alles ein bisschen übertrieben. So, kochen, jawohl. Wir schauen jetzt, dass wir möglichst schnell das Lager hier fürs Futter hinbekommen. Das heißt, wir geben jetzt den Befehl zum Gesteinsabbau. Ja, machen wir am besten das hier als erstes. Wo geht er denn jetzt hin? Achso, jetzt holt er die Hose, ne? Nee, er geht jagen nochmal, okay. Stimmt. Ich habe ja gesagt, ich möchte einen zweiten Esel haben. Stufe 4 im Fernkampf. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja schon mal ganz vernünftig. Also wir fangen mit dem mechanoiden Dingens an. Und dann machen wir hier Küche und Co. Der Militor ist fertig. Wunderbar. Hol den mal. Och Gottchen, eine Summit Crab. Ja, die müssen wir killen. Das wird jetzt dauern. Das wird ewig dauern. Aber die walzt uns hier sonst alles nieder. Das ist ungünstig. Ach so, warte mal. Den Militor, den müssen wir... Der kommt in die Kampfgruppe. So. Und wird und eskortiert. Genau, der läuft jetzt erstmal mit uns. So. Und jetzt muss man... Ja, ihr seht hier, der walzt alles nieder, der Lümmel. Das heißt, die müssen wir töten. Das kostet uns wieder einen ganzen Tag, ne? Mist, ey. Das blöde Vieh. Oder verblutet? Nee. Verblutet leider noch nicht. Jetzt ist er sauer. Aber immerhin müssen wir ihm jetzt nicht mehr hinterherlaufen. Er kommt von selbst. Jetzt hat er eine Blutung, das ist gut. Der hat ja so eine kleine, wunderbare... Shotgun, der Militor.
Ich meine, das Vieh ist super langsam, aber oh, es dauert ewig, ne? Ist aber auch Pech, dass wir das Vieh jetzt sofort hatten. Prozent Blutung. Mittlerweile wieder 10, hat sich kurz mal geheilt. Träumchen. Ich bin ja froh, dass wir den Militor haben. Das Vieh hat Asthma und Rückenschmerzen. Ja, das glaube ich. Bei so vielen Schüssen hätte ich auch Rückenschmerzen. Aber hey, zum Leveln taugt das ganz gut, ne? Ich sehe Blut. Oh mein Gott. Das Vieh wollen wir definitiv nicht schlachten. Es ist so langsam. (lacht) 26% Blutung. Gut, dass wir keine Munition oder so haben, sonst hätten wir jetzt schon... Jawohl, es ist am Boden, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Aber wir können es jetzt einfach töten, indem wir es jagen. So. Nee, nicht töte im Nahkampf. Jagen. Hallo? Jawohl. Ah, das war ein Krampf, du. Ja, ab nach Hause. Ach so. Warum habe ich den auf... Hä? Ach, ja, weil ich... Ja, klar. Klar. So, den können wir jetzt einfach auf laden. Dann lädt er sich auf und dann schläft er. Großhändler. Nice. Wo ist unser Bilderbot? Das ist er. Da ist er. Okay. Gut. Oh, hat einen ganzen Tag jetzt gedauert, ne? Manometer. Meninio hat schon Hunger. Hat aber auch eine Lebensmittelvergiftung jetzt bekommen. Das ist okay. Kotzt dich aus, mein Kind. Alles gut. So. Aber das war's wieder. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Und ja, macht's gut. Ciao.